Okay, es kommt keine Musik. Interessant. Yo, A Plague Tale Innocence habe ich jetzt durch. Wir bleiben mal trotzdem im Königreich der Ratten sozusagen. Willkommen zu Tales of Iron mit dem... Ist es ein DLC? Ist es ein Add-on? Keiner weiß es. Jeder ahnt es. Ist, ja, mit dieser Erweiterung Bloody Whiskers. I don't know. Spielerklärung schreibe ich irgendwo in die Beschreibung unter das Video. Ja, dann vielleicht ist eher so eine Notiz an mich. Mache ich wahrscheinlich. Und ja, was kann man sagen? Könnte so in die Richtung Souls-like gehen. Wie schwer, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, jetzt nicht so brutal, ne, dass du danach einfach keinen Bock mehr auf dein Leben hast, sondern eher in einem Rahmen, der okay ist, ne? Also genauso viel Lappen wie mich. Sehr cool. Sind wir gerade im Hauptmenü. Das ist so ein bisschen mittelalterlich angehaucht, aber das seht ihr ja gleich alles dann. Jo, ohne großartiges Geplapper geht's auch gleich direkt mal in das Spiel. Ich versuche natürlich so wenig wie möglich zu fluchen. Manchmal kann ich das machen, manchmal nicht. Also manchmal halte ich mich dran, manchmal nicht, aber ja. Keine Ahnung. So. Wir haben erstmal. Okay. Der Weiter finden wir erstmal die Ehre. Endlich, da war sie die ganze Zeit. Okay, das wird hier aber. Okay, das wird hier aber cool. Hier, zur Erinnerung an, an Dennis. Ja, den guten alten Dennis. Dennis, Robin. Okay, das ist echt cool gemacht, was? Pinky, Rexy, Reggie. Oder Bum Bum. Bum Bam oder Bam Bam. Ich. Weiß es nicht, der ganz unten wahrscheinlich. Der in der Mitte ist auch irgendwie nicht beschrieben. Interessant. Und Remrem. Who the hell is Remrem? Mitwegen, ne? Aha. Kann ich noch irgendwas machen? Oder. Wow. Hier kann ich mir noch Artwork Studio angucken. Okay, ist aber auch eigentlich. Ja, gut. Gehört nicht zum Spiel. Ich weiß auch nicht, warum man das hier auswählen kann. Keine Ahnung. Hier passiert nichts, wenn ich auf Ehre klicke. Natürlich nicht. Einstellung. Steuerung, nach rechts bewegen. Okay, das hätte ich noch gewusst. Nach links bewegen. Hier wird schon schwieriger. Springen auf A, ausweichen auf B. Blocken, LT. Blocken, LT. Wo ist denn LT? Gott, da ist LT. Was zur Hölle? Okay, Gift. Interessant. Einhändiger Nahkampfangriff RB. Wo ist RB? Da. Ja, ich kenne die Taste nicht auswendig. Shame on me, aber it's true. Zweihändiger Nahkampfangriff RT. Das wird ja der da drunter sein. Genau. Waffe wegstecken. Warum sollte ich das tun? Warum sollte man in irgendeinem Spiel, wo es Waffen gibt, die Waffe wieder wegpacken? Einhändige Waffe ausrüsten. Links auf dem Steuerkreuz. Zweihändige Waffen ausrüsten. Rechts. Strecken. RS. Das wird das sein mit den rechten Lookstick wahrscheinlich Eindrücke. Ja, Fernkampfwaffe abfeuern. Aha. Hineinzoomen. Wo es Hineinzoomen gibt, gibt es auch Hinauszoomen. Hinauszoomen. Herauszoomen. Heilen. LB. Okay. Leiter nach oben bewegen. Andersrum. Nach oben bewegen. Leiter. Nach unten bewegen. Leiter. Leider. Umklettern, Ankettern, bla bla bla. Okay, das finde ich schon irgendwie raus und ich hoffe, es gibt noch so eine Art Tutorial. Ich habe mal vor einiger Zeit bei. Wo war das? Ich glaube, bei den Rocket Beans oder so. Die hatten das mal gespielt. Und da habe ich mal so die ersten Minuten mitgenommen. Das sah ganz cool aus. Seitdem befindet sich das auf irgendeiner Liste von mir und wartet auf seinen Einsatz. Ich dachte mir so, ey, nach A Plague Tale Innocence wäre das die beste Möglichkeit, das nochmal anzugehen. Was haben wir denn hier? Grafik. Da kann ich nicht viel machen. Bildschirmgröße, okay. Yo, volle Musik. Gimme that. Vibration. Kamera schütteln. Aha. Aha. Angriffsmarkierung. Whatever this is. Keine Ahnung. Standard wie erste. Machen sich. So, alles klar. Der Admiral hört jetzt auch auf zu labern und startet das Spiel. Viel Spaß. Oh, leerer Slot. Was nehme ich hier nur? Das Märchen mit der Maus. Okay. Keine Ahnung, worauf das referenziert, weiß ich nicht. Erlebe die Geschichte und die Welt, ohne beim Kämpfen ins Schwitzen zu geraten. Die Gegner haben weniger Leben und verursachen verringerten Schaden. Eiserne Wille. Erlebe das Spiel in seiner Originalform. Ein ausgeglichenes Abenteuer mit brutalem Kampf. Blutende Schnurhaare. Bloody Whiskers, ne? Haha.
Erlebe das Spiel mit intensiveren Kämpfen. Die Gegner sind aggressiver, verursachen erhöhten Schaden und haben mehr Leben. Keine Empfehlung für das erste Mal. Tja, das lasse ich erstmal so stehen. Eiserne Wille, das hört sich gut an. Wenn man wirklich die ganze Souls-like-Verprügelung haben möchte, dann würde ich auf jeden Fall das hier mitnehmen, ja? Aber komm, ich bleib erstmal human, wenn man das bei einem Spiel über Ratten sagen kann. Und guck mal bei Bloody Whiskers dann später rein. Ja. Ich denke, das ist nämlich so schon ganz knackig genug. Aber long story short, here we go. Bist du sicher? Ach, ich bin bei so ziemlich gar nichts mehr sicher. Der Schwierigkeitsgrad kann später nicht mehr geändert werden. Ist okay. Ist es okay? Und es lädt. Es lädt. Keine Geduld. Keine Geduld. Keine Geduld! For centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived. Until finally, a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name, unified the rat kingdoms under one rule, repelling Greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and the magnificent Crimson Keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Rattus the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided, the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. Ich habe wahrscheinlich vergessen, dass das Spiel ein kleines bisschen blutiger werden könnte, als man erwarten würde. Yo, guten Morgen. Die Grafik, ne? Ah! Ich meine, ich kannte das ja, aber das habe ich wieder vergessen. Okay, ich soll in meine Schrankrakete steigen und zur Sonne fliegen. The young prince was dreaming about this day, just like he had for months. Now it was here. He better be ready. He better be ready. Vor allem das, was er so in seinem Schlammerzug da steht, in seinem Pyjama da, das ist schon... Okay, okay, erstmal hier morgens seine Steuerung lernen, ne? Wie ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Erstmal wieder gucken, wie das geht. Auf A kann ich... Okay, wenn ich so normal A springe, dann... genau, A drücke, dann... Guck mal, jetzt pennt er noch. Ducken oder so geht halt nicht. So ein Zufall. Laufen tut genau das, was Laufen tun soll. Es gibt keine... Geschwindigkeits... Wie soll man das sagen? Ja, wie sagt man das? Geschwindigkeitsbereiche oder so? Ne? Also, wenn ich nach links so drücke, dann rennt er auch. Genauso wie, wenn ich hier A drücke, dann springt er entweder nach oben, oder wenn ich laufe, dann macht er einmal diesen Satz. Moment, ich habe wieder Mumpitz erzählt. Er kann gehen. Boah, da muss ich aber... Alter, da muss ich den Analog Stick gerade mal angucken. Dann macht er den hier. Okay, cool. Da leuchtet irgendwas. Das ist mein... Hä? Ey. Nice. Hier wohnt er also. War schon sehr, sehr nah am Wald. Interessant. König Rattus, Alter. Jetzt habe ich alles... Jetzt habe ich alles... jetzt kann ich sterben, jetzt habe ich alles gehört. So. Oh. Das war... Okay.
Einmal B, dann macht das einen Satz nach vorne. Zweimal B, dann mache ich einen Bodensalto. Purzelbaum. Wo muss ich denn? Achso, ich muss erstmal. Okay, erstmal den Schrank auf X'en. X! Ach, Reggie, okay. Warum der auch immer so heißt? Wir haben einen Helm. Mittel oder schwer? Okay. Geil, da links Froschwiderstand, Mozi oder Mosi. Widerstand, Maulwurfwiderstand und der Larvenwiderstand natürlich. Okay, ich hab vergessen, dass das so komplex werden kann. Sehr cool. Mittel oder schwer haben wir nicht, wir haben nur leicht. Wir haben ein Stirnband. Wow, und das ist. Genau, fällt natürlich nicht ins Gewicht. Verteidigung, ja, ist auf dem Papier in der Existenz vorhanden, ja. Aber das war's dann auch. Rüstung? Ja, der Pyjama ist doch eine Rüstung hier. Vollzeitrüstung. Froschwiderstand. Wow, what? Okay, einmal die Lappenrüstung und einmal die Superrüstung. Warum sollte ich dann die nehmen? Also ernsthaft, warum sollte ich... Klar, die hat deutlich weniger Gewicht, ja, aber mehr Verteidigung heißt mehr Verteidigung, würde ich sagen. Pläne, was denn für Pläne? Wer hat hier schon wieder einen Plan? Leicht, mittel oder schwer? Aha. Das fällt ebenfalls nicht ins Gewicht. Tada. Mittel. Cool. Das wird allerdings schon etwas schwieriger, aber sobald ich da nicht großartig über die erste Gewichtsstufe drüber komme, sollte das eigentlich gehen. Einhändig. Jetzt kommt die Waffe, die wird wahrscheinlich ultra schwer sein. Bö. Axt, da habe ich nichts. Genauso wie den Speer, da habe ich auch nichts. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen so ganz knapp vor die erste Gewichtsdingens. Ne? Die Dingens. Ja, muss er irgendwas machen? Muss ich auch irgendwo einen Namen eintragen, außer Reggie? Aber der heißt wahrscheinlich so. Das können wir nicht ändern. Yo, I'm ready. My body is ready. Karte. Ach, auch schon eine Karte. Ach, da war mein Balkon. Die Popo-Festung. Stimmt. Ich find's aber schon... Ich find's schon geil, wie man sich das ausdenken kann. So, irgendwann... Weißt du, stehst du morgens auf und sagst dir so, yo... Heute mache ich mal ein Souls-like mit Ratten, die sich im Mittelalter gegen Frösche, Maulwürfe und sonst was alles verteidigen müssen. Sehr, sehr, sehr cool. Da muss ich hin. Obviously. So. If he'd known how unlike a dream today would be, he might have stayed in his bed. Wahrscheinlich. Ich. So, was war das nochmal? Das war. Okay. Boah, da muss ich mich dran gewöhnen, denn bei einem einfachen Klick macht er so einen kleinen Satz nach vorne. Leichter Angriff und schwerer Angriff. Da muss ich dann. Da kann ich so einen Moment halten, dann macht er so einen Satz nach vorne. Aha. So, der muss auch langweilig sein. Ah, come on. So. Da kann ich rein. Eine Waffenkammer. Okay, und hier haben wir unsere Schilde, meine Schilde, unsere Schilde. Ne? Hier haben wir den Sessel der Vergeltung. Da können wir allerdings nichts tun. Okay, was war das denn? Wow, das klappt. Okay, hoppala. Hä? Easy. Na gut. Na gut. So, hier der Rattenpeter. Oh, da ist er erstmal despawned. Das kann ich gleich auch. Aber ich schau mir erstmal hier die ganzen Räumlichkeiten an. Hallo? Bleach?
Okay, der Vater, Onkel oder König wird bald die Treppe runtergeworfen. Das lese ich daraus. Aber das ist brutal, Leute. Das könnt ihr doch nicht tun. Wieso? So, dankt ihr also eurem Erretter. Okay, der verzieht sich schon mal. Was will der? Sobald der König einmal auf den Boden tippt mit seinem Zepter, müssen alle einen Schritt nach rechts gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Verstehe ich nicht. Aha, zwielichtige Leute. Ja, guck dir das mal an hier. So. Ich kann mich setzen und heile mich dadurch. Okay. Wenn das doch in echt so funktionieren würde. Wovon muss ich mich denn heilen? Vom Aufstehen? So, jetzt alle einen Schritt nach rechts. Wenn ihr gerade vor dem Rechner sitzt oder vor dem Monitor, vor dem Fernseher, einen Schritt nach rechts bitte. Boah, ist aber cool gemacht. Ist echt cool gemacht. So, wer ist er? Der Retterich. So, dreht sich schon wieder zu schnell. Wir sollen uns irgendwie um die Krone prügeln. Okay, dann gibt's was zu essen. Das war's. Und wir sollen die Einkaufsmarken einsammeln. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the smallest brother, but if he was prepared, he thought he had some small chance. Ah, okay, er ist einer der beiden. Okay, ja, ja, okay. Aber vor allem das Bild oben, das hätte eigentlich schon alles erzählen müssen, aber ne, der Admiral schaltet heute mal wieder ein bisschen langsamer. So, muss ich hier irgendwo lang oder darf ich jetzt hier. Boah, das ist aber echt cool gemacht. Vor allem oben links der Musiker. Ja, oben rechts auch, cool. Richtig, richtig cool. Die Bilder im Hintergrund. Haben die da irgendwo im Hintergrund so einen Pilz gefunden? Rechts auch auf dem Banner oder auf dem Bild? Achso, das sind die gleichen. LOL. LOL. Und er sitzt hier direkt mit seinem Geld. Geil. Mit seinem Geld und seinem Wein. Wie man es halt macht. Der weiß, wie man feiert. Ja, und die passen ja alle auf den auf. Na, schön weiter aufpassen. Da hinten steht noch ein Bier, was momentan noch unbeansprucht ist. Da würde ich gerne hin, aber da kann ich nicht hin. Na gut. Passiert hier noch irgendwas oder muss ich, achso, ich muss wahrscheinlich wieder da lang. Man hat's echt nicht leicht als Ratte. So, guten Morgen. Hallo? So, kaufe die Schüssel. Und dann Schritt nach links. Interessant. So, Löffel und Gabel gibt's auch hier. Da sind die heroischen Schlachten. Wie wir gegen die undefinierten Gegner kämpften. Ich glaube, das sind Frösche. I don't know. Ich glaube, Grünwarze hieß der Typ. Das ist immer generell mein Lieblingsort. Überall. Die Küche. Ja? Da, wo die Küche ist, da gibt's das Essen. Da kommt das Essen her. Ah, ich darf. Okay, das ist hier der Rattenkochmeister, der wahrscheinlich die Hälfte vorher wegprobiert, bevor das Essen dann auf den Tisch kommt. Oh, so richtig geil, ein Topf jetzt, ey. Yo, da ist mein Bro. Der geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich bodenlosen Bierkrügen hinterher zu trinken mit seinem bayerischen Kumpel. Muss der Bruder vom Rattenpeter sein. Da geht's in die Speisekammer. Sehr cool. Ich glaube, ich greife hier gerade ein bisschen vor. Hier sollte ich eigentlich noch gar nicht sein, aber ich, ja, komm. Machen wir es einmal richtig. Ah, schon wieder so Bier. Unbeanspruchtes Bier. Ich raste aus.
Das ist die oberste Regel. Wird ein Bierkrug gefüllt, muss er auch geleert werden. So. Was kann ich jetzt hier tun? Ich kann mir ein Gericht aussuchen, oder what? Ja, kann ich jetzt hier irgendwas tun, brother, oder? The chef offered a fine menu. But after Dennis had eaten, there was no food left. Chef would need new supplies from the cellar if Reggie wanted a decent breakfast. Kann ich jetzt hier wieder irgendwas tun, oder? Ja, hier kann ich jetzt, kann ich mir den Tisch angucken, sehr schön. Aber irgendwas anderes kann ich nicht, aber ich... Naja, okay, irgendwie hat er jetzt mir gerade da alles, weggefressen. Okay, er braucht, 3 Zutaten, um dann einen Schritt nach links zu gehen. Interessant. Aber hier geht's doch nur nach rechts. Das verstehe ich nicht. Okay, erstmal die Schuhe zu machen und dabei irgendwelche Kratten aufheben. Nee, Wurzeln. Ein nahrhaftes Grundnahrungsmittel, das in vielen Rattengerichten zu finden ist. Die guten Rattengerichte. Der Koch sollte sie für seine Rezepte gebrauchen können. Yay! Alter! So, Mofo, Beeren, reife rote Beeren, eines Königs würdig. Der Koch sollte sie für seine Rezepte kaufen können. The Bard had found the last of the summer raspberries in the bare basement. The Bard was quick to offer one, even though they weren't his. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Erstmal so eine Albino-Ratte mit eingebaut. Das erste Wort, was mir dazu einfiel, war Alibi-Ratte, aber das ist nicht das gleiche. Ah, guck mal, hier kann ich doch. Die Wasserflasche wieder auffüllen. Frisch abgefülltes Wasser. Der Koch sollte es für seine Rezepte gebrauchen können. Der Koch kann so einiges für seine Rezepte gebrauchen. Deucht es mir. So, deuchte es mir, dass du die königlichen Vorräte wegschanubelst. Kannst du nur Zwiebeln? Was ist das hier? Keine Ahnung. Okay. Ja, aber die erste Folge wird erstmal so ein bisschen, ne, ein bisschen gucken, bisschen die Keller anderer Leute plündern. Da gibt's so den. Geil, da ist auch noch so ein Symbol mit. Die 3 Zutaten finden sie hier. So. Ja, jetzt wird aber gekocht hier, Kollege. Der Lord hat Hunger. Was für ein Buch. Ja. Das macht plus. Warum machen die. Warum stellen die weniger Leben her als der Rest? Oder haben die da noch irgendeine Zusatzfunktion? I don't know. He had the ingredients. His brother, the chef, would make you a feast fit for kings. Or so he says. Reggie only ever gets his brother Dennis's leftovers, so he wouldn't know. Ja, jetzt ist er der Bruder, der andere ist der Bruder. Wer ist denn er eigentlich nicht verbrüdert? Alle. Jeder ist der Bruder von jedem. Und da wird's familientechnisch echt gefährlich. So, moin. Ja, genau. Peter verschwindet mal wieder. Wo ist er denn hin? Ich muss da. Jo. Verschiebe das Steckbriefbrett um 3 Meter nach rechts. Verstanden? Blaupause. Das ist Bam Bam. Okay, und hier haben sich die Entwickler wohl dann verewigt im Spiel. Sehr schön. Mein Froschwiderstand ist over 9000. Oh, jetzt hat er mir einen Helm gegeben. So, den kann ich jetzt anlegen. Oder ich, achso, aufheben heißt, ich schmeiß den in so eine Truhe. Ich würde allerdings das einmal. Wenn ich da drüber gehe, ne? Dann kann ich wahrscheinlich auch mit einem großen Schritt darüber gehen, über die Gewichtsklasse.
Deswegen packe ich den erstmal weg. Okay, der Typ hat jetzt da rechts, also rechts oben im Bild, der Bambam, hat jetzt wohl gerade eine Blaupause in einen Stein verwandelt. The Smith could forge armor and weapons to see off any enemy. He'd make some for Reggie, if the young prince could find blueprints for a rat of his stature. Und er ist jetzt auch der Bruder, oder? Hä? Ich versteh's nicht, keine Ahnung. Jo, Brudi. Was ist los, Bruder? So, hier, das muss jetzt erstmal, ne, 5 Meter nach rechts. Das Puppentraining. Aha. Ehe der Zweikampf um den Thron beginnen kann, muss Reggie sich aufwärmen. Die Trainingspuppe sollte keine große Gefahr darstellen. Ah, da kennst du mich aber schlecht. Rote Angriffe können nicht pariert werden. Gelben Angriffen kann man nicht ausweichen. Okay, kann ich dann irgendwie... So, das parieren, ausweichen... Oder ist der Bro? Also der richtige Bro? Hm. So, roten Angriffen, den roten Zetteln kann, die roten Zettel kann ich also nicht blocken. Puppentraining. Ach so, das... Ah, ich muss das auswählen. Aha. Jo, mach mal. Das gibt irgendwie 2 Gold. Nebenquest begonnen. Yay. Und jetzt? Jetzt muss ich da irgendwie hin. Lass mich mal durch. Jo. Na, hier, Rattenpeter der Zweite. His eldest brother didn't think Reggie could hit a target, even if it was standing still. But Reggie had been training hard. Hä, das ist also sein ältester Bruder. Die anderen sind auch alle Brüder, aber irgendwie... Keine Ahnung. Das ist alles freshly sehr squeezed bug juice, drink of champions. Nothing better after a long fight. Käfersaft. Ich... Ja. Hallo? RB. Nimm das. The training dummy's red attacks were too strong to block. It was fast. Reggie could be... Yo, was ist denn los? Okay, das muss ich irgendwie dann... Das muss ich irgendwie aus... Aha. Not ja, Reggie could dodge the dummy's yellow attacks. His only hope was to parry with his trusty shield. Ja, was muss ich da jetzt? LT und RT? Ah, okay. Wow, das braucht wieder Timing. Oh, oh. Andersrum! The dummy's final attack shook the ground. Reggie will need to dodge to remain unscathed. Okay. Ja, ist klar, natürlich. Was sah das Ding so aus? Hä? Das habe ich jetzt irgendwie richtig gemacht, aber... Okay, verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung, wann ihr das erkennt, dass ich was richtig gemacht habe. Yo. Der Killing Blow. Wortwörtlich. Oder kann ich mein Leben wieder auffrischen? Erstmal ein Bier. Achso, und heilen kann ich mich auf... Ah. Cool. X. Affenfoto nach oben. Dennis was impressed. Okay. If Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. Alter, dir zeige ich's noch. Dennis. Dennis, ey. Da steht da, Wachfraktion abschließen als Achievement. Nice. Ja, X.
Zweikampf. Die Arena für den Zweikampf wurde vorbereitet. Das gesamte Königreich ist gekommen, um zu sehen, wer der nächste König wird. Tja, da... Juhu. Ich freue mich schon. Das wird hervorragend. An das Kampfsystem muss ich mich eh noch gewöhnen. Da geht's wieder zu dem... Kann ich noch irgendwo hin, oder... Muss ich jetzt direkt weiter? Da ist noch irgendwie irgendwas. Da gibt's was zu phrasen. Da kann ich mich umziehen. Ja, alles klar. Dann springe ich hier mal kurz begeblich nach oben. Und begebe mich in den Zweikampf. Die Arena wurde für den Give it that. Okay, verstanden. Hier heilen wir uns nicht, sondern wir speichern. Wow, wieder alles falsch. Alles wieder falsch erklärt. Ah, endlich. Geil, wie die hier auf dem Hof noch irgendwas anbauen. Ja, aber richtig cool gemacht. Richtig, richtig gut. So. Auf nach oben. Was hast du gesagt? LT. Und R für irgendwie irgendwas? Ah, okay. Ich bin der Ratten-Peter, ist der Waffen-Peter. Der zeigt mir gerade hier, wie man mit dem Schild umgehen kann. Aha. So, so. Oh nein, ich mag keine Brücken. Reggie'd never seen the Crimson Fort so full of ratfolk. The whole kingdom was there. Some even cheered for him. But the king had let his eldest brother lead the procession. Vor allem macht einen das ja auch überhaupt nicht nervös, wenn man hier vor dem ganzen Königreich antreten muss. Warum? Da brauche ich einen Schlüssel für. Yo. Ah, endlich gibt's wieder was zu essen. Müsste schon 3 Minuten ohne Essen auskommen. Und erstmal ein Bier. Das ist jetzt Bier. Und speichern. So, da muss irgendwer durch das dunkle Tor. Ja. Und das würde ich aber erstmal dann auf die nächste Folge verschieben. Ich würde nämlich gerne die Folgen da wieder so auf knapp 30 Minuten begrenzen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Keine Ahnung, muss mal gucken. Aber dann ist es für mich deutlich angenehmer, die Folgen aufzunehmen. Ja, dann ist ich, ne, 5 Milliarden Stunden am Stück spielen muss, sondern das richtig human halten kann. Human bei dem Rattenspiel, ganz genau. Jo, ich hoffe, es hat gemundet und, oh, jetzt ist der müde oder was? Hä, was war das? Keine Ahnung. So, ich hoffe, es hat gemundet. Es ist al dente. Und dann sehen wir mal, was in der nächsten Folge für ein Kämpfchen stattfinden wird. Wer die Krone bekommt. Und bis dahin, wie immer, bitte schauen, reingehauen, ciao, ciao und bis dann.